Mein Name ist Anja Dorn und ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Ulrike Suhrmann vom Columba-Museum in Köln, hier in Düren, im Papiermuseum, wo wir heute sprechen über unsere Ausstellung Holy Pictures, Andachtsbildchen als religiöse Volkskunst. Ich freue mich sehr, dass die Frau Dr. Suhrmann hier ist. Sie hat Kunstgeschichte studiert, aber auch Geschichte und christliche und klassische Archäologie in Münster und in Bonn und ist nach einem Volontariat in dem auch sehr schönen Liebighaus in Frankfurt bereits seit 1991 in dem Kunstmuseum, das heute Columba heißt. Und das ein sehr besonderes Museum ist. Vielleicht kommen wir da auch nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Sie hat einen Schwerpunkt eigentlich im Mittelalter, aber inwiefern, vielleicht ist das in der Praxis von Columba gar nicht so im Fokus, weil man sozusagen diese Überlegungen, was das Mittelalter anbietet, auch immer sozusagen in die Gegenwart zieht, in der Praxis des Museums. Ja, man kann sich dort nicht im Mittelalter ausruhen, das geht nicht. Es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man immer wieder gefordert wird, das, was man so sich im Mittelalter erarbeitet hat, in der Gegenwart zu erproben. Und da ist eben gerade in Columba in Köln eine permanente Herausforderung gegeben. Ja. Also ich finde das ein sehr interessantes Museum, weil es sozusagen immer einen sehr freien oder eine sehr freie Art darüber anbietet, nachzudenken, darüber, was vielleicht Gegenstände sind, die mit dem Glauben verbunden sind und Kunst oder mit ganz anderen Dingen von Gegenständen, mit denen wir täglich umgeben sind. Und eine Objektgruppe, die zu diesen Gegenständen gehört, sind natürlich auch Andachtsbildchen. Und das Columba-Museum hat 2016 eine sehr schöne Ausstellung gemacht zu Andachtsbildchen und dieses, wie ich finde, wunderschöne Buch herausgegeben, das toll organisiert ist, nämlich als Glossar und sozusagen auch ein Gebrauchsbuch ist, sozusagen, in dem man rumblättern kann. Ja, dass das Ganze alphabetisch aufgebaut ist, ist natürlich sehr praktisch, also auch für die Nutzung. Wir haben damit auch so ein bisschen auf das Material reagiert. Es ist einfach eine solche Fülle, dass eine ordentliche Abhandlung darüber unsere zeitlichen Kapazitäten denn doch zu sehr gebunden hätte. Dann haben wir gedacht, wir machen es alphabetisch, dann findet man wenigstens alles und man kann unheimlich viel erzählen, ohne dass man jetzt den großen Überbau da bemühen muss. Tatsächlich ist es so, dass Andachtsbildchen, um so eine kleine Einführung zu geben, gibt es im Prinzip, also in der Form oder in der ähnlichen Form, wie wir sie unten zeigen, seit dem späten 14. Jahrhundert. Und je mehr Papier sich als Material für die Kunst überhaupt durchgesetzt hat. Das im Prinzip findet das parallel statt in Europa. Aber zum Massenmedium wurde Papier natürlich auch mit dem Aufkommen von Holzschnitttechniken und vom Kupferstich. Und in dem Moment konnte, und auch gleichzeitig mit natürlich der Entwicklung der Produktion des Papiers, konnten Papierformen auch zum Massenmedium werden. Und ein bisschen ist es so, dass das, was mich zum Beispiel an Andachtsbildchen interessiert, auch die Tatsache ist, dass das sozusagen eine frühe Form ist von Populärkultur. Also dass es sozusagen eine Art von Bild ist, die viele Menschen haben konnten und wo man auf einer Bildebene auch auf eine sehr einfache Form mit einer großen Menge von Menschen kommunizieren konnte. Das ist was, was uns heute völlig geläufig ist. Und den gesellschaftlichen Stress, sagen wir mal, den Johannes Gutenberg ausgelöst hat, können wir, glaube ich, heute ganz gut nachvollziehen, weil sich das so ähnlich angefühlt haben muss und auch ähnliche Effekte gehabt haben muss in der Gesellschaft, wie heute die digitalen Medien das auch haben. Ja, das heißt also, wir sind heute natürlich mit Bildern permanent konfrontiert, was im Mittelalter vielleicht in dieser Massivität nicht der Fall gewesen ist.
Und es wird natürlich stets darauf hingewiesen, dass mit dem Aufkommen des Buchdrucks und Johannes Gutenberg die Vernunft in die Welt kam. Das ist sehr fragwürdig, das war zunächst erstmal nicht so, sondern es wurden natürlich ganz gerade am Anfang im 17. Jahrhundert sehr, sehr viele Hetzschriften auch geschrieben und natürlich gab es sozusagen von Anfang an immer auch eine Problematik im Umgang mit dieser Kommunikation, die auch auf fragwürdige Art und Weise benutzt wurde. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen zu, was das mit Andachtsbildchen konkret auch zu tun hat. Weil das ist sozusagen, entwickelt sich zu der gleichen Zeit wie viele andere Formen der Schriften, der Begriffe fallen mir gerade nicht ein. Lassen wir es so stehen. Jetzt muss ich wieder den Bogen finden. Im Prinzip ist es ja so, dass sich die Andachtsbildchen entwickelt haben vom Tafelbild ausgehend. Also es ging darum, dass sozusagen Leute kleine Andachtsaltäre auch zu Hause haben wollten. Die wurden immer kleiner und dann entwickelte sich das Andachtsbildchen. Kann man das so sagen? Nee, das glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich glaube, dass diese Bildchen sehr, sehr früh schon in Verbindung standen mit Text. Es waren wirklich kleine Blätter, also die man aus dem 14. Jahrhundert kennt und aus dem 15. Jahrhundert, das sind ja nicht viele, die kommen aus einem Gebetskontext. Sie wurden benutzt als Ansprechpartner für Gebete, als Anregung auch für Gebete. Und das war anfangs eben auch hauptsächlich der Fall. Dann kamen natürlich die Drucktechniken, vor allem Dürer, der das ja ganz ausgiebig genutzt hat und eben auch seine kleinen Bildchen darüber vertrieben hat, auch als Eigenentwürfe speziell für dieses Medium. Und die große Zeit des Andachtsbildchens begann aber in der Gegenreformation. Und da war das vor allen Dingen der Umkreis der Jesuiten in Antwerpen. Da war also ein großes Zentrum, da gab es gute Kupferstecher und da gab es eben die intellektuellen Jesuiten, die eben die Texte dafür entwarfen und die das Ganze dann wirklich genutzt haben im Sinne der Gegenreformation. Aber es gab sozusagen in der Gegenreformation wurden die Bilder sozusagen immer sofort auch schon verbunden mit Texten. Ja. Also anders als bei den Dominikanern sozusagen eine Epoche vorher, wo es dann sozusagen die Inhalte nur übers Bild kommuniziert wurden. Ja. Also sie standen immer in Verbindung mit Texten. Also das ist eigentlich ganz typisch fürs Andachtsbildchen, dass der Text eine große Rolle spielt und wenn er nicht vorne drauf steht, dann steht er hinten drauf. Zumindest im 19. Jahrhundert wird das dann ganz stark. Und diese Bilder sind auch alle instrumentalisiert. Also sie stehen wirklich alle im Sinne einer Unterrichtung derjenigen, die diese Bilder dann auch nutzten. Ich fand es ganz interessant, dass diese Antwerpener Bilder eigentlich relativ intellektuell sind. Es stehen Verse darunter, die häufig lateinische Verse, die nicht so einfach zu übersetzen sind. Also ich bin sowieso nicht so wahnsinnig gut in Latein, oute ich mich jetzt mal hier. Aber ich habe eben Kollegen, zum Beispiel im Historischen Archiv, die sehr fit sind. Und wenn ich einen Text nicht übersetzen konnte, dann habe ich den weitergegeben an die Kollegen, die des Lateinischen wirklich gut kundig sind. Und auch die sind häufig gescheitert, das zu übersetzen. Und das war, glaube ich, auch schon im späten 16., frühen 17. Jahrhundert so. Denn es gibt das auch schon sehr früh in Übersetzungen. Also dass das Ganze dann in eine Sprache übersetzt wurde, die die Käufer auch beherrschten. Aber es war immer eine Dichtung mit einer gewissen Offenheit im Text. Und das waren häufig auch emblematische Bilder, die ja immer funktionieren über eine Verbindung von zwei verschiedenen Textebenen mit einem rätselhaften Bild. Das Ganze ist nicht so einfach zu entschlüsseln und es gibt auch da verschiedene Möglichkeiten. Also es war so ein kleines intellektuelles Spiel zum Teil,
was da zu Beginn des Andachtsbildchens auch eine Rolle spielte. Aber auch in dem Sinne, dass das sozusagen in dem Moment eben doch, dass in dem Betrachten dieses Bildes und dem Nachdenken darüber, was der Inhalt sein könnte und wie man das auslegen kann, sozusagen eigentlich eine Andachtsform direkt schon stattfand. Ja, eine Andachtsform oder eine Unterweisung. Also es ging auch wirklich um Tugenden, um christliche Tugenden, die auf diese Weise vermittelt wurden. Und da gab es zum Beispiel emblematische Bilder, da ging es zum Beispiel um das richtige und das falsche Leben. Also der Falschlebende, der hat dann da also Würfel vom Glücksspiel und was hat er denn noch da? Ich weiß, also es war hauptsächlich Glücksspiel, glaube ich, was da angeprangert wurde. Und auf der anderen Seite, der Gegenpart hat dann natürlich einen Rosenkranz und ein Gebetbuch. Also das waren so diese Pole, die da aufgebaut wurden und die über das Bild und den begleitenden Text dann auch vermittelt wurden. Aber das heißt, dass diese, also wenn dann das Glücksspiel gegen den Rosenkranz gehalten wird, dann ist das ganz anders, als wenn jetzt die Tugenden und die Todsünden im Mittelalter in Kirchendarstellungen gegeneinander gehalten wird, weil das sozusagen viel systematischer ist, während hier sozusagen wirklich bestimmte gesellschaftliche Erscheinungsformen dann ganz unmittelbar auch angeprangert wurden. Würden Sie das so sagen? Ich glaube, dass es schon ein bisschen unterschiedlich ist, weil es natürlich persönlicher ist. Ne? Weil dieses kleine Bildchen, das ist für den einzelnen Betrachter gedacht und nicht für eine ganze Gruppe, während in der Kirche natürlich eine Unterweisung der ganzen Gemeinde stattfindet, ohne dass der Einzelne nun so direkt angesprochen würde. Und auch diese Kämpfe zwischen Tugenden und Laster sind ja eher in ein Programm eingebunden, was eben sehr biblisch bestimmt ist. Ja. Also das hat man bei den Andachtsbildchen zum Teil nicht. Auch da gibt es natürlich Marienleben und was es sonst noch so alles gibt und eben heiligen Darstellungen, vor allen Dingen auch von den einzelnen Orden, die damit ihre eigene Bedeutung auch propagierten. Ja. Ja. Aber es war eben doch immer der Einzelne angesprochen und nicht die Gruppe. Also Andachtsbildchen für die gar keinen, also gar nicht damit vertraut sind, auch für unsere protestantischen Zuhörer oder für oder auch für Zuhörer ganz anderer Religionsgruppen oder solche, die atheistisch sind, die Heiligenbildchen wurden eigentlich immer ins Gebetbuch eingelegt und dienten aber, also es gab aber durchaus auch einen Gebrauch, also man verschenkte die sozusagen zu bestimmten Anlässen, aber auch als Andenken. Also es sind sozusagen ein bisschen sind diese Andachtsbildchen natürlich auch ein Vorläufer von Postkarten ganz banalerweise. Also man machte eine Wallfahrt und als Erinnerung an diese Wallfahrt kaufte man sich ein Andachtsbildchen und die verschiedenen Klöster, Kirchen, zu denen man fuhr, verdienten daran auch ganz gut. Ja, die Anfänge dieser Massenprodukte, da sind wir aber dann schon im 9., ja, nicht ganz, also im 18. Jahrhundert gab es das auch schon, aber vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, die Firmen, die eben diese Bildchen druckten, also die Verlage und die Druckereien, die waren anfangs wirklich hauptsächlich in den Wallfahrtsorten angesiedelt und haben dann vor allen Dingen natürlich das lokale Wallfahrtsbild dann propagiert und eben dargestellt, sodass man auch was mitnehmen konnte zur Erinnerung. Und gesteigert wurde das Ganze dann noch, wenn man das Bildchen auch noch an das Original angerührt hat. Also man hat es dann dagegen gehalten, sodass eben etwas von dieser Heilswirkung dieses Gnadenbildes auch in das Bildchen floss, was man dann mit nach Hause nehmen konnte. Das war offensichtlich von großem Reiz und hat auch viele Abnehmer gefunden damals. Aber das ist ja interessant, also dass sozusagen, also da gab es schon diese Praxis, dass man das Papier an das Heilsobjekt hielt und dachte, dass sozusagen etwas von der Wirkung dieses Objekts auf das Papier überträgt, das man dann im täglichen Gebrauch hat. Ja, das hat man natürlich nicht immer gemacht, aber doch recht häufig. Ja. Und häufig sind die Bilder auch dazu gedacht, also oder schon vorgefertigt. Das heißt, also sie wurden hergestellt und dann sofort an das Heiligenbild gehalten oder man hat es einfach nur behauptet, das weiß ich jetzt nicht. Und das war dann drauf auch gleich
merkt, also ist angerührt, steht da meistens drauf. Also weil, also ich komme zu einem Kapitel, auch das in der Ausstellung auch eine Rolle spielt. Ich klicke hier mal ein bisschen durch, nämlich zu den Schluckbildchen, aber auch zu diesen im Prinzip kleinen Reliquien, also die wir hier in der Sammlung von dem Herrn Freialtenhofen haben, mit Blumen und Pflanzen aus dem Heiligen Land, die sozusagen auf, also die sind sozusagen auf heiligem Boden gewachsen, über die Heilige und Jesus Christus selber gewandelt ist. Das heißt, es wurde diesen Bildern sozusagen einen Reliquiencharakter gegeben. Und es gab aber eben auch, was wir unten schön haben, eben diese Schluckbildchen. Da sind meistens auf mit sehr einfachem Holzschnitt Heilige drauf abgebildet worden. Und wenn man krank war, sollte man diese Bildchen also schlucken, um wieder gesund zu werden. Es gab das Gleiche aber auch als Berührungsbilder. Also das Verrückte bei den Schluckbildchen, es wurde auch Tieren gegeben. Also auch Tiere, wenn die dann irgendwie eine Kolik hatten, dann bekamen die diese Schluckbildchen. Wir haben uns ein bisschen gefragt, ob das also bei diesen frühen Drucktechniken ist es ja so, dass da für das Schwarz wurde viel Kohle verwendet. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das mit dem Kohleanteil dieser Bilder zu tun hat, dass man dachte, das hilft bei bestimmten Krankheitsbildern. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, es ist wahrscheinlich der Placebo-Effekt. Ja. Ich meine, der wird ja heute auch noch genutzt, nur sind das halt heute Pillen. Ja, oder also es sind, ja, man macht das heute mit Pillen, aber zum Beispiel ist es ja interessant, dass bei der Akupunktur man herausgefunden hat, dass egal, ob die Akupunktur fachmännisch gesetzt wurde oder irgendwie gesetzt wurde, sie viel besser gegen alle möglichen Rückenschmerzen hilft als alle anderen Therapieformen. Mhm. Also es ist ja ein ähnlicher Effekt vielleicht. Ja, also vieles läuft da über die Psychologie. Ich freue mich bei den Schluckbildern immer, wenn man sie sieht, denn normalerweise, wie der Name schon sagt, wurden sie geschluckt und waren dann weg. Also das, weil welche erhalten sind, ist dann nicht ganz so häufig. Die wurden in großen Bögen gedruckt, häufig auch mit unterschiedlichen Motiven drauf. Wichtig war, dass das ursprüngliche Heiligenbild, also von dem man sich Heilung erhoffte, dass es auch zu erkennen war. Also das durfte nicht irgendwie da drauf gemacht sein, so wie man gerade wollte, sondern das musste ganz klar entweder Maria Hilf sein oder die Madonna mit dem geneigten Haupt. Es gab doch verschiedene Bildtypen oder eine bestimmte Pietà, an die man sich dann wenden konnte. Und wahrscheinlich gehörte noch ein kleines Gebet dazu, ich weiß es nicht ganz genau. Die Dinger bekam man auch beim Bader, also jetzt nicht nur im Bereich von Klöstern, sondern auch ganz normal eben in der Volksmedizin. Und dann schluckte man sie halt. Mhm. Also diejenigen von Ihnen, die schon mal auf der historischen Osterkirmes in Kommern waren, da gibt es ja immer diesen Bader, also die Person, die den Bader spielt, und man kann sich das sehr schön vorstellen, wie der Schluckbilder verkauft. Mhm. Also finde ich eine interessante Figur, aber das, was daran ja interessant ist, dass also da an dem Punkt sind wir wirklich in so einer Form von Volksglauben. Oder also wenn der Bader das verkauft, wurde das von den Klöstern wirklich rausgegeben oder ist das was sozusagen sich verselbstständigt hat? Ich denke, das hat sich auch verselbstständigt. Wenn er die Möglichkeit hatte zu drucken, der konnte das natürlich dann produzieren. Ja. Aber ich denke, dass es eben auch vor Ort verkauft wurde, ne, unter anderem. Ja. Ich bin jetzt über die Vertriebswege nicht so informiert. Sollte man mal nachgucken, wie die jetzt genau an den Mann gebracht wurden. Aber ich kenne eben nur die Endstelle, wo man es kaufen konnte. Ja. Und was eben auch ganz interessant ist, um eben auf das andere Bild hier noch einzugehen, mit diese Blumenbildchen, die gibt es eigentlich nur vom Heiligen Land, weil im Heiligen Land war grundsätzlich alles heilig, also da brauchte man keine speziellen Reliquien, sondern da konnte man Stein mitnehmen oder Staub oder was auch immer, ein Stück Holz oder eben eine Blume. Die wurde dann gepresst und aufgeklebt und häufig gibt es eben diese Kärtchen auch noch mit einer Authentik dazu. Also da hat wirklich jemand unterschrieben, der auch benannt wird und eben bezeugt wirklich, also es ist wirklich eine Pflanze aus dem Heiligen Land und damit ist sie eben angerührt sozusagen von der Heiligkeit. Ich
finde das, also was ich daran, was mich daran sehr interessiert, ist diese Überlegung davon, von diesem Verhältnis von einem religiösen Inhalt, der vielleicht im Wort liegt, und der Art und Weise, wie das sozusagen sich dann manifestiert in so einem Gegenstand, der täglich gebraucht wird, aber also wie andere Dinge des häuslichen Lebens, also nicht sozusagen als eine Reliquie im Stein, sondern sozusagen als ein Gegenstand, den man täglich in seinem Gebetbuch hat und anfasst. Das ist ja ein ganz anderer Bezug, als man das zum Beispiel zu einem Tafelbild in einem Dom hat oder so. Ja, bei diesen Anlassbildchen, also jeder, im katholischen Bereich kennt das wirklich jeder. Also ich weiß noch, dass ich früher immer gedacht habe, da sah ich so das Gebetbuch meiner Eltern, es ging kaum mehr zu, mach mal so viele, habe, dann bin ich erwachsen. Ach, das ist interessant. Und das stimmt insofern, als das natürlich alles Totenzettel waren, die da drin waren. Denn das ist das, was sich eigentlich bis heute noch so in Ansätzen bewahrt hat, dass man, wenn jemand verstorben ist und eben bei der Totenmesse, dass man da eben dieses Bildchen ausgibt, wo meistens vorne drauf irgendein Heiligenbildchen ist und hinten ein kurzer Text, entweder ein Gebet oder einfach nur die Lebensdaten, um eben an den Verstorbenen oder die Verstorbene zu erinnern. Und das ist heute, was das Bild angeht, leider meistens sehr eingefahren auf bestimmte Themen. Da ist die Pietà von Michelangelo oder der Ex Homo Christus von Guido Reni, das ist der, der so nach oben guckt, oder die betenden Hände von Dürer. Das sind so ganz klassische Bilder, die dann immer wieder auftauchen. Also in unserer relativ gigantischen Sammlung kommen die hundertfach vor. Mhm. Und dann denkt man immer, kenne ich, dann dreht man um. Die Rückseiten sind dann immer ganz interessant. Was passiert auf diesen Rückseiten? Die Rückseiten sind, also wenn da nicht nur die Lebensdaten draufstehen, dann sind sie historisch immerhin noch interessant. Aber gerade im 19. Jahrhundert zum Beispiel, wo das auch aufkam, der Totenzettel, also vorher gab es das gar nicht, im 18. Jahrhundert war das noch nicht gebräuchlich, aber im 19. Jahrhundert wurden eben diese Totenzettel erfunden und da steht dann häufig noch ein Gedicht drauf, was eben auf den Verstorbenen verweist, die für uns heute etwas gewöhnungsbedürftig sind. Da wird also dann wirklich von der schönen Leiche gesprochen, und die dann im Grab vor sich hin modert. Also das sind Texte, wo man heute eher denkt, so würde ich das jetzt vielleicht nicht ausdrücken. Und bei den Männern und bei den Frauen steht dann der Beruf des Mannes mit drauf. Da gibt es so ein bisschen, also man hat so ein bisschen Lokalgeschichte noch mit dabei und auch ein bisschen Lebensgeschichte, die man dort ablesen kann. Aber es gab sozusagen natürlich neben diesen Objekten, die sehr stark an Personen erinnerten oder an Orte erinnerte oder an bestimmte Ereignisse erinnerte, also ob das jetzt eine Kombination ist oder ein Priesterjubiläum, also auch ganz intern gab es da, glaube ich, viele, also kirchenintern viele Anlässe, gab es natürlich auch viele Andachtsbildchen mit Texten, die eher didaktische Zwecke hatten. Ja, das und ist also die dann also auch zur Kommunion wahrscheinlich Jugendlichen mit an die Hand gegeben wurden und um bestimmte Inhalte zu vermitteln. Und da, weil wir jetzt sozusagen vorhin bei den Schluckbildchen waren, würde mich auch interessieren, inwiefern es da um religiöse Inhalte ging oder wie die erweitert wurden. Das sind im Allgemeinen, es sind religiöse Inhalte, eben gerade christlich geprägte Inhalte, katholische Inhalte, denn im protestantischen Bereich gab es das so gut wie gar nicht, diese Form der Bilder. Und was für Jugendliche und für Kinder gab es wirklich ein ganz spezielles Programm. Also gerade Kinderbildchen sind wirklich herzallerliebst. Ne? Also man guckt da gerne drauf und sind niedlich. Und häufig dann vermitteln sie gerade über Reime eben ein christliches Verhalten. Und bei den Jugendlichen wird häufig dann über die Tugenden gesprochen. Da gibt es also den Tugendkranz für Jungs und für Mädels. Die sind unterschiedlich natürlich und die eben in einer schönen Erinnerung halten wollen.
Aber es ist jetzt nicht so, dass auf den Bildern unbedingt es Gebetstexte gab oder Zitate aus der Bibel, sondern die Texte, die da drauf standen, wurden von den jeweiligen Klöstern oder anderen Autoren selber zusammengestellt. Ja, also bei den frühen, in der Gegenreformation, waren es eben viel die Jesuiten, die, die da eben die Dichtung gemacht haben. Im Barock dann ging das Zentrum ja nach Augsburg über. Und das waren eben wirklich professionelle Druckereien, die standen jetzt nicht in Verbindung mit irgendwelchen Klöstern. Und die haben mit Bibelzitaten gearbeitet. Und zwar erstaunlich genau. Also ich habe die alle verifiziert, die mir da untergekommen sind, und die stimmten alle. Also auch die Verweise, wo die stehen sollten, das stimmte wirklich alles sehr genau. Aber natürlich sind die alle aus dem Zusammenhang gerissen. Also das ist schon ein bisschen fragwürdig manchmal. Und werden dann mit Bildern verbunden. Und im 19. Jahrhundert dann kommen wirklich ausgiebige Gebetstexte dazu. Es gibt wirklich Bildpredigten. Es gibt Bilder, die vorne sehr schön sind. Und hinten drauf ist eine Predigt, die einem genau erklärt, was richtig und was falsch ist. Es ist eine sehr, sehr enge Form, wirklich, wie ich finde, die sehr, auch für mich war sie sehr bedrückend, weil ich so nicht aufgewachsen bin. Die sehr viel fordert, sehr fordernde Art der Predigt und natürlich Gebete, auch die häufig gereimt. Und dass diese Texte waren dann gerade bei den Gebeten und bei den Versen, das waren freie Dichtungen, das ist eben eine spezielle Form der Kleindichtung, die man findet auf diesen Bildchen. Ich weiß gar nicht, ob die schon mal germanistisch untersucht worden sind. Das wäre sicherlich mal ein lohnendes Thema. Und es gab auch ganz Dichter, die sich darauf spezialisiert hatten. Also das war dann ein Pater, Kapuzinerpater war der, glaube ich, Wilhelm Auer, der hat da sehr viel geschrieben. Oder Cordula Wöhler, die hat noch einen zweiten Namen, Peregrina. Ich nehme an, dass sie auch einem Orden angehörte. Das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Die haben eben wirklich ein recht umfangreiches Oeuvre geschaffen, gerade eben in dieser Form der Dichtung. Und seit 1890 war es auch verpflichtend, dass die Texte auf den Bildern wirklich abgesegnet waren von offizieller Seite. Also durfte man nicht alles draufschreiben, sondern das musste vorher vorgelegt werden bei den entsprechenden Stellen des Generalvikariates. Ich finde, dass das, was Sie sagen, dass das so bedrückend ist, hat natürlich damit zu tun, dass bestimmte Formen von Frömmigkeit verlangt wurden. Also, dass es dann darum geht, dass man, also bei unten haben wir ein kleines Andachtsbild, wo es wirklich sozusagen ist für junge Mädchen, die sollen sich nicht zu oft im Spiegel anschauen. Das ist ganz schlecht für die Selbstentwicklung. Genau. Und also, wo sozusagen diese Frage der Eitelkeit auch wirklich runtergebrochen wird auf bestimmte Alltagshandlungen. Also Bürsten und so, damit sollte man nicht zu viel Zeit am Tag verbringen. Und das sind ja so eindeutige Anweisungen, aber es gibt auch viele Texte, die dann sozusagen mit so, also die regelrecht drohen einem sozusagen, mit was passiert, wenn man sich nicht an Dinge hält oder... Oder, also weil das hier so schön drin abgebildet ist, göttliches Gedenkblümelein, ein Stiefmütterchen in dem Fall. Also die Blumen haben natürlich auch immer alle eine Symbolik, wo dann oben groß drin steht, Gott sieht alles, er hört alles und liebt uns. Das kann man dann nur hoffen. Also was mir aufgefallen ist, ein Text, der öfter vorkam, das war... Ein Gedicht, was immer, es können auch verschiedene Gedichte sein, aber mit Meiden, Leiden, Schweigen, das sind also die Ideale des christlichen Lebens. Und ich fand es ganz interessant, ich habe dann auf einem Blatt eine Variante gefunden, da heißt es Meiden, Streiten, Schweigen. Ach, das ist interessant. Das hat ein, und zwar ist das ein Text von, also ein Blättchen, das ist vor 1837 von Alexander Fürst Hohenlohe verschenkt worden an eine Frau Oberin. Und da steht eben Meiden streiten, Leiden streiten meiden. Also offensichtlich war die Dame sehr streitbar. Ja, oder oder er stritt sich gerne mit ihr. Das kann auch das sein. Das könnte auch sein. Und ich hatte hier nochmal ich habe das nochmal durchgesehen, so ein Text,
Texten, also diese Bildpredigten haben wir hier gar nicht so drin, die waren zu lang, die konnten wir nicht mit aufnehmen. Also wie haben wir eins, das ist aus dem dritten Viertel des 19. Jahrhunderts, das steht auf der Rückseite eines Pariser, in Paris gedruckten Andachtsbilds, das war ein großes Zentrum im 19. Jahrhundert. Da steht aber ein deutscher Text hinten drauf. Der gute Christ trägt sein Kreuz mit Glaubensstärke, mit tiefer Demut, um seine Sünden zu büßen, folgend seinem Herrn, seinem eigenen Willen entsagend, ohne jemals zu murren nach dem Willen Gottes, mit Beharrlichkeit, ohne das Schwere zu fliehen, die Augen gen Himmel gerichtet, wo ihn der gute Meister erwartet, um ihn ewig zu belohnen. Das ist so der Grundtenor auf vielen dieser Blätter. Und ich habe eben das mit einer Kollegin zusammen bearbeitet. Das war eine Praktikantin ursprünglich, die schrieb eben gerade an ihrer Dissertation. Und wir hatten, ehrlich gesagt, so nach einer Woche Arbeit an diesen Bildchen und an den Texten, hatten wir das Gefühl, jetzt brauchen wir erstmal eine Erholung, weil das war wirklich so, das hat einen so bedrückt, was man da gelesen hat. Also es ist eine Frömmigkeit, die sie heute nicht mehr so existiert im Idealfall. Ja. Vielleicht. Genau, es ist also was interessant ist, es ist sehr bei diesen Kindchenbildern mit den Kindchen. Ich zeige hier einmal eine Gruppe. Vielleicht gebe ich die auch noch mal rum. Es sind sehr oft sozusagen, es gibt sehr viele Darstellungen auch von dem erziehenden Pfarrer mit einem kleinen Jungen oder einem kleinen Mädchen, das er so liebevoll umgibt. Also sozusagen, es wird auch dazu erzogen, dass der Pfarrer oder die religiöse Bezugsperson, das eine Oberin ist oder das auch eine Vertrauensperson ist. Also das ist schon was diese Bilder einem sehr, sehr stark vermitteln. Also ja. Es geht nicht nur sozusagen um darum, dass man Maria mit dem Kind sieht, oder, sondern es geht auch darum, dass man sozusagen sich mit den Personen, mit denen man in seinem eigenen kirchlichen oder Gemeindeumfeld zu tun hat, bestimmte Beziehungsformen aufbaut und wo sozusagen auch Bildbeispiele dafür gegeben werden. Ne? Also hier ja, Kommunionsbild. Es gibt da auch ganz schöne, so im Gucken. 170, ja. Der Geistliche war eben nicht nur im 19. Jahrhundert, war eigentlich durch die christliche Geschichte hindurch eigentlich immer eine Respektsperson. Also man kennt das ja noch so, was weiß ich, ich habe früher noch viel königlich-bayerisches Amtsgericht, da ging eben der Pfarrer mit dem Trinken. Das war also dann die Gemeinschaft der Honoratioren, die was zu sagen hatten. Und das findet man nämlich natürlich auch in den Bildprogrammen wieder. Und ich habe eben ein Blatt, was für uns heute wirklich schreiend komisch ist. Und eben auch die Geschichte dazu. Aber die war sehr ernst gemeint. Da ging es wirklich darum, dass eben, es ist eine Kindergeschichte. Und es ging dabei um einen Pater Petrus und ein Kind. Und das Kind ist eben Messdiener gewesen. Und dann kommt das Kind nach Hause und erzählt der Mutter: Aber sollte ich dem Pater wohl noch dienen am Altar, wie es bisher, ach du weißt es, meine größte Freude war? Denke dir, ein schönes Kindlein hielt er heute in seiner Hand, und das führte er zum Munde, bis es ihm darin verschwand. Gar so freundlich ist sein Auge, gar so lieblich sein Gesicht, aber dass er Kinder esse, Mutter, dieses wusste ich nicht. Könnt er es mir nicht auch so machen, wie er jenes hat verzehrt? Freilich hat das schöne Kindlein sich gar nicht vor ihm gewehrt. Denn das Kind, das du gesehen, jetzt kommt die Mutter, denn das Kind, das du gesehen, ist das liebe Jesulein, und es ging mit vieler Freude zu dem frommen Priester ein. Denn ihm nur, du wirst einst jubeln, als ich war ein schuldlos Kind, hab ich freudig am Altare einem Heiligen gedient. Wow. Ja. Das ist ja eine Nummer. Hammerhart. Also da blieb mir so ein bisschen der Mund offen stehen, als ich das las. Das ist eine Geschichte, wie man sie, ich finde sie heute unfreiwillig komisch, aber sie war natürlich damals ernst gemeint. Im ersten Moment dachte man, ja. Ja. Mhm.
Ja, also was ja auffällig ist, ist, dass bei diesen Andachts, also wir haben da vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass bei diesen Andachtsbildchen, also wir selber haben sozusagen noch Glanzbildchen gesammelt, also dass natürlich das auch was unheimlich Schönes war. Man konnte dem Kind ein buntes Bild oder ein glitzerndes Bild oder ein besticktes Bild oder eins, was irgendwie durchbrochen war und kostbar aussah, weil das Papier schön gestanzt war, geben. Und natürlich waren das auch einfach Sammelobjekte und man freute sich, die zu haben, weil die irgendwie hübsch waren und weil es dann auch darum ging, dass sie kitschig waren und einem sozusagen damit aber auch eine schöne, heile Welt suggerierten erstmal. Und das ist natürlich auch eine merkwürdige Methode, wie sozusagen in dieser heilen Welt dann aber sozusagen auf einer anderen Ebene, auf einer Textebene entweder solche Texte standen oder aber auch religiöse Inhalte oder Ermahnungen zu einem, zur Frömmigkeit. Ja, also diese, wir haben uns darüber unterhalten und vorhin über diese Glanzbildchen und das waren, ich kenne die noch als Philippchen. Also, kennen Sie den Begriff auch oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja. Na gut. Also, aber vielleicht ist das auch eine regional. Also man ja, es kann sein. Oder vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat man die ja dann auch benutzt, um sie zu verschenken. Ja? Also die wurden dann ja in Poesiealben eingeklebt und hat man eben auch da wieder einen schönen Vers dazu geschrieben. Also auch da wieder die Verbindung mit dem Text. Ne? Alleine nur haben die selten gedient, sondern das war wirklich immer in Verbindung mit dem Text. Weil das ist natürlich also gerade dieses Sammeln von diesen bunten Bildern, also einfach die Freude daran, die überhaupt zu haben, also überhaupt also als Sammelobjekt zu haben, das ist natürlich was, was vielen, vielen Sammelobjekten heute voranging. Frau Suhrmann meinte vorhin, dass das ja heute ist, als wenn Kinder Panini-Bilder sammeln, wo dann irgendwie zu den Weltmeisterschaften auf einmal auch die Mädchen alle zu Fußballfans werden, einfach weil sie diese Bildchen sammeln können. Aber was natürlich auch nicht anders ist als die Überraschungseier-Inhalte zu sammeln oder so. Also es ist eine ähnliche Art von Populärkultur, wo es irgendwie was zu basteln gibt, was Feines gibt, was man irgendwie, wo man immer wieder hingucken kann, obwohl es sich jetzt also ja, was so aber auch die Wirtschaft ankurbelt. Ja. Ne? Also es ist, fördert ja die Kauflust. Ich glaube, bei den Andachtsbildchen war das vielleicht ein Effekt, aber nicht die Ursache. Ich denke, also gerade im Bereich für Kinder, ich meine, Serien hat es ganz viele gegeben in diesem Bereich, also heiligen Serien und weiß der Henker was, aber gerade im Kinderbereich hat man das doch sehr stark auch für die Katechese genutzt. Schon sehr früh, also die Jesuiten haben auch schon Bildersammlungen angelegt, um die als Fleißbildchen zu verteilen. Und ich kenne das auch noch, dass man eben solche Bildchen dann als Fleißbildchen bekommt. Und man versucht da natürlich dann auch eine Vollständigkeit hinzukriegen, also dass man nicht nur ein Bild hat, sondern dass man die ganze Serie hat. Also man ist also schön brav im Unterricht. Oder man konnte die eben auch tauschen. Und das passierte natürlich während der Messe, ne? Während der Predigt, so unter der Kommunionbank. Ich habe das selber zwar nicht gemacht, aber es wurde mir sofort erzählt von einer Freundin, die eben sich dann noch daran erinnern konnte, dass sie in Kindertagen da eifrig getauscht hat und um ihre Serien vollständig zu bekommen. Und auch diese kleinen Bildchen, diese Fleißbildchen und diese ganzen Programme für Kinder, die funktionieren mit Reimen. Wahrscheinlich, weil man sich das einfach besser merken kann. Ja? Also, denke ich mal. Ich hatte hier auch so ein paar schöne noch als Beispiel. Also diese ganzen gelben Zettel. Ich hatte einfach nochmal nach Texten gesucht. Ob ich das jetzt so finde, weiß ich nicht. Hier. Die sind zum Teil auch, wenn es eben so um Liturgie geht, gibt es natürlich auch Bilder für Messdiener, ne, die dem Messdiener genau erklären, was er zu tun hat und was er da genau macht. Und dann, wie man zur Kommunion geht und wie man beichtet, das wird alles auf solchen Bildchen erklärt. Aber auch so eine Erziehung, so Dinge, die jetzt nicht unmittelbar mit Frömmigkeit zu tun haben, werden aber dann auch über das Jesuskind abgewickelt. Also ich habe hier so einen schönen Vers. Es hat das liebe Jesu-Kind mir ernstlich aufgetragen, dass man sich immer waschen muss, sollte ich den Kindern sagen. Ich sag's den Kindern alle Tag und wasch mir meine Tätzchen, doch gibt's noch immer Kinderlein, die wollen lieber schmutzig sein. Drum schreibe ich zur Sicherheit dies Briefchen auf das Kätzchen. Aber
Frau Dr. Suhrmann, das ist kein religiöser Inhalt. Nein, das ist kein religiöser Inhalt, genau. Genau, das meine ich ja. Das meine ich ja. Das ist eben dann auch in allgemeiner Erziehung. Aber es ist das Jesuskind, was, ja, was das eben verordnet. Okay. Das wird dann eben schon instrumentalisiert. Ja. Und dann gibt es eben entsprechende Bilder dazu, natürlich mit Kätzchen, die sich gerade die Pfoten lecken und den schmutzigen Kindern davor. Ja, also ein weiterer Aspekt bei dem Gebrauch dieser Gegenstände, den ich sehr interessant finde, und vielleicht geben wir das dann auch gleich sozusagen in die Runde auf, sind eben vielschichtige. Also es gibt, ich zeige das jetzt deshalb, ich gucke da die ganze Zeit drauf. Diese Klappkarte hier ist eine Klappkarte, wo sozusagen die Schicht aus Blumen, also die jungfräuliche Lilie mit dem Pfingstrosen drumherum, das eigentliche Bild Mariens verdeckt. Und natürlich auch bei anderen, also da geht es, glaube ich, nicht nur um eine technische Komplexität, um die es aber auch geht, ja, so, sozusagen, wenn man hier das Schweißtuch der Veronika im Hintergrund hat, was man sozusagen erst, oder sozusagen die Jesusfigur mit dem Heiligen Herz sozusagen hat, dass das etwas ist, was man aufklappen muss. Und, aber damit ist natürlich auch, wird natürlich auch immer so eine Innerlichkeit suggeriert. Also eigentlich das, was sozusagen am Anfang bei Jesuiten vielleicht im Text selber lag, also wie beschäftige ich mich damit, wird dann sozusagen auf eine technische Ebene übertragen, sozusagen man muss sich damit beschäftigen, es gibt was, es ist was Geheimes, es ist aber auch sozusagen, was ich für mich habe und was ich nicht mit jemandem anderem teilen muss, was ja ein interessantes Phänomen ist, weil es gleichzeitig ein Massenphänomen ist, also ganz viele Leute haben diese Karten zu Hause, aber es ist doch wie ein Geheimnis. Es ist natürlich auch so, es wird ein Raum geschaffen, also es passt fast wie eine Kirche, in die man hineingeht, da muss man natürlich auch die Türen aufmachen, dann geht man hinein und sieht vorne das Altarbild und so ähnlich sind eben diese Klappbilder auch aufgebaut, wobei das verschiedene Stufen sind. Man sieht ja auch da, dass da überall Texte draufstehen, das sind Gebete, also man arbeitet sich sozusagen vor bis zum Allerheiligsten, bis zum Bild, was eben ganz am Ende dieser Betrachtungsreihe steht. Also man hat so ein kleines Geheimnis, was einem da vermittelt wird. Also bei uns ist es so, dass die Objekte, die wir haben, die genau also in diesem Stil sind, sodass man sich sozusagen da so vorarbeiten muss, die kommen alle aus dem französischsprachigen Raum, also es sind tatsächlich oft aus Belgien und aus Paris kommt und also mit wahnsinnig langen und aufwendigen Texten. Also die Frage ist auch, inwiefern das sozusagen auch die Möglichkeit gibt, die Textflächen einfach zu erweitern. Genau, das ist sicherlich auch mit ein Gedanke dabei. Mhm. Und was man eben hier noch ganz schön sieht, das sind diese, das ist so ein gebasteltes, also sieht ein bisschen gebastelt aus. Und das sind eigentlich vorgefertigte Hüllen sozusagen und man konnte die innen drin individuell bestücken. Also je nachdem, also die Hüllen wurden dann in alle Welt geliefert und in Maria Zell hat man da ein anderes Bild reingeklebt als in Kevela zum Beispiel. Also um beliebig zwei Marienwallfahrtsorte zu nennen. Und dadurch, das war natürlich auch kostensparend. Ne? Also man hat wirklich nur eine Stanze, die man viel einsetzen konnte und hatte dann aber unterschiedliche Endprodukte. Also das ist sozusagen eines der Phänomene dieser Industrialisierung der Produktion, die sich dann auch löste von den Klostern. Denn diese frühen, die frühen Stanzrahmen, vielleicht gehen wir einfach auch nochmal auf hier genau auf unser erstes Bild zurück. Also viele dieser frühen Stanzbilder wurden tatsächlich handgefertigt in den Klöstern und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts fand dann sozusagen die Industrialisierung statt in diesen Stanzapparaten. Ja. Also auch in der frühen Zeit konnte man wohl schon stanzen, aber nicht so in diesem Massenphänomen, aber eben diese Spitzen, die Spitzenbildchen, die kommen eigentlich aus Paris. Die sind in Paris erfunden worden, diese Stanzspitze. Und haben eben den Weltmarkt erobert und waren eben auch sehr, sehr beliebt. Waren allerdings nicht sehr beliebt in Deutschland. Also ich meine, bei den Gläubigen schon, aber eben bei den offiziellen Stellen, die liebten die nicht so wahnsinnig. Also, weil die fanden, dass das zu sehr von den Glaubensinhalten abhängt. Genau, also sie fanden, das war zu viel Tändelei und zu viel Parfum.
Und also es war nicht ernsthaft genug. Ne? Also man war an ernsthaften Bildern interessiert, die eben auch ernsthafte Inhalte vermitteln und nicht an diesen Spielereien. Das war natürlich auch, also diese Kritik ist natürlich auch national geprägt. Ne? Also da ging es dann gegen Frankreich und auch gegen den französischen Markt. Und da gab es ja durchaus auch Bewegungen, wir sprechen jetzt vor allen Dingen von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich in Deutschland dagegen formierten, eben gegen dieses Massenprodukt. Und das war hier in diesem Bereich, vor allen Dingen in Düsseldorf, das war der Verein zur Verbreitung religiöser Bilder. Arbeitete mit der Akademie zusammen und das waren alles individuelle Entwürfe, die gefertigt wurden für diese Andachtsbildchen. Und diese Andachtsbildchen, da wurden also jetzt nicht so wahnsinnig viele Motive entwickelt. Also wenn man das vergleicht, also allein in eine Firma, also Turgy in Paris, hat in einem Jahr, ich glaube, 2000 neue Motive herausgebracht. Und bei dem Verein zur Verbreitung religiöser Bilder waren es, glaube ich, in 40 Jahren 600. Also einfach mal, um da das Verhältnis zu sehen. Aber das war wahrscheinlich genau der Punkt. Das war genau der Punkt. Und die waren dann aber auch wirklich dafür entwickelt. Und die waren sehr sorgfältig gedruckt und hatten eben auch einen vernünftigen theologischen Background, sodass man damit dann auf den Markt gehen konnte. Die hatten übrigens auch eine Filiale in Paris. Also die sind dann die Gegenbewegung angetreten. Und eine zweite Bewegung fand in Beuron statt. Die war ganz anders. Das kennt man aber auch heute noch. Die werden bis heute eigentlich noch gedruckt. Da wurden Bilder entwickelt, eben auf einer Bildsprache, die sich anlehnte in ihrem Stil an ägyptische Kunst und an frühchristliche Kunst. Also die versuchte in die Anfänge zurückzugehen. Und so ganz stilisierte, ganz bewegungslose eigentlich so Bildformeln herzustellen, die eben dann die entsprechenden Inhalte vermittelten. Das waren so die Gegenbewegungen, die sich dagegen, gegen dieses, was man wirklich liebt, ne? Also da gab es eben diese Gegenbewegung in Deutschland. Und es war ganz witzig, meine Kollegin, mit der ich das zusammen gemacht habe, die Miriam Verhey, war ästhetisch ganz anders gepolt als ich. Deswegen ist das Buch auch so dick geworden. Wir konnten uns nicht entscheiden, welche wir rausschmeißen, weil sie andere Dinge schön fand als ich. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich mochte die sehr gerne, vor allem, wenn die dann farblich sind. Mhm. Da hat das Christuskind meistens ein pinkes Gewand an. Also dieses Pink ist göttlich, ist wirklich super. Und ich habe da also große Freude dran gehabt, dass wir werden unheimlich viele Christkinder mit pinkem Gewand hier drin finden, da habe ich mich durchsetzen können. Mhm. Und es gibt eben auch bei den Spitzen ganz unterschiedliche Entwürfe, das ist ja sehr ornamental. Es gibt aber auch Spitzen, die also die Szene fortsetzen. Also in der Mitte die eigentliche Szene stattfindet, aber das ganze Szenario, also der Wald und der Stall drumherum oder das Gebäude, was drumherum ist, das wird dann in der Spitze fortgesetzt. Das ist schon sehr, sehr raffiniert gemacht. Ja. Ich überlege gerade, ich würde vorschlagen, dass wir das Gespräch öffnen und vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum, sodass wir sozusagen die Inhalte noch ein bisschen erweitern können. Gibt es Fragen? Ja, zum Beispiel, wer hat später, also zu Anfang haben wir die Klöster bestimmt, verdient an der Sache, später aber die Geschäfte. Genau, ich das wiederhole jetzt immer die Frage. Also die Frage war danach, auch wegen der akustischen Verhältnisse hier, dass am Anfang natürlich die Klöster sehr stark bestimmt haben, was das für Inhalte sind. Und die Frage war, wer das später bestimmt hat. Ja, und was dabei geschäftlich? Hat die Kirche viel Geld eingenommen oder wie ist das gelaufen? Die haben das doch nicht ohne Obolus gegeben. Das ist doch eine Geschäftssache. Ja, aber da hat die Kirche zumindest seit dem Barock nicht mehr so viel dran verdient. Interessant ist, dass also auch in der Gegenreformation die Druckereien, die das gemacht haben, das waren ganz normale Verlage, die haben eben auch Literatur gedruckt. Das waren jetzt keine kirchlichen Verlage in dem Sinn. Und im Barock, wo das Zentrum für die Herstellung solcher Bilder eben von Antwerpen
sich nach Augsburg dann verlagerte, interessanterweise eine evangelische Stadt, in der dann das Zentrum für die katholischen Bilder lokalisiert war. Kluge Geschichte. Ja, da war eben hauptsächlich die Druckerei Klauber, das war jetzt auch ein privater Verlag, die auch Bücher gedruckt haben und eben den europäischen Markt mit diesen Bildern beliefert, übrigens in einer sehr, sehr hohen Qualität. Die sind wirklich toll. Also die konnten wirklich was, die Kupferstecher dort. Und die sind eben auch, was die Texte angeht, das sind eben nur Bibelzitate und halten sich sonst zurück, aber haben tolle Bildentwürfe, die also haben mir schon recht gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, in späterer Zeit waren es auch keine kirchlichen Verlage, die daran verdienten, in Paris zum Beispiel, das waren ganz normale Verlage, die eben auch den Weltmarkt belieferten. Aber es gibt eine ganze Reihe von Verlagen, die eben entstanden sind in Verbindung mit einer Wallfahrt, zum Beispiel Einsiedeln, ne, der Verlag Benziger. Der auch eben, ich glaube, den gibt es heute noch, und der hat damals angefangen eben mit diesen Bildern und hat auch übrigens auch sehr schöne Bilder gedruckt. Und wie ist das mit Ablassen? Also es ist ja so, dass durchaus auch Andachtsbildchen als Ablasse sozusagen verkauft wurden, aber das ist doch tatsächlich was dann nicht über die Verlage lief, sondern schon über die jeweiligen Klöster, oder? Der Ablass passiert auch nicht dadurch, dass man das Bildchen kauft, sondern es geht um das dargestellte Motiv, und mit diesem Motiv ist eine Wallfahrt verbunden und dadurch eben ein Bild, was irgendwie eine Art von Autorität gewonnen hat durch Wunder oder sonst irgendetwas, Entstehungsgeschichte. Und darum ist die Verehrung dieses Bildes, beziehungsweise nicht die Verehrung, sondern doch die Verehrung dieses Bildes, verbunden mit einem Ablass, der ist vom Papst verliehen. Das steht dann häufig auch drauf, welcher Papst da wie viel verliehen hat. Man sieht eben auch, dass die ernstzunehmenden Ablässe, die man eben die wirklich päpstlich verliehen worden sind, das ist dann ein Jahr und 40 Tage und sowas. Also das ist eigentlich nicht das, von dem man heute immer so spricht, wenn man von Ablässen spricht. Und je mehr das werden, desto mehr ist da gemauschelt worden. Ne? Und es ist auch immer mit Aufgaben verbunden. Also zumindest die Ablässe, die ich gesehen habe, da ist sozusagen immer, also man kann nicht den Ablass kaufen und dann ist man sündenfrei, sondern man muss dafür was tun. Man muss das Gebet sprechen und man muss das Bild eben anschauen dabei. Das ist eben häufig auch eine Interaktion zwischen Text und Bild. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man diesen Ablass verdient. Aber das heißt, dass wenn das mit einer Ökonomie verbunden war, dann eher, dass das mit Wallfahrten verbunden ist und sozusagen die jeweiligen Gemeinden, Klöster oder was auch immer an diesen Wallfahrten verdient haben als, und nicht in erster Linie am Verkauf des Andachtsbildes. Gibt es weitere Fragen? Die Frage ging danach, wie groß das Verbreitungsgebiet ist, auch bis heute. Ja, weltweit. Ist wirklich weltweit. Wir haben bei uns im Museum, also wir haben sie nie gezählt, es sind gefühlte 30.000, wahrscheinlich sind es ein paar weniger, Blätter, die wir haben. Und die spiegeln natürlich vor allen Dingen die Reiselust der Schenkenden wider, also der Sammler. Und kommen natürlich große Bereiche nicht vor. Also wir haben zum Beispiel Osteuropa, haben wir nur sehr wenig. Südamerika, Nordamerika gab es sowas auch. Da haben wir auch nur ganz, ganz wenig. Oder Afrika. Aber wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe aus Tokio. Ja, weil Tokio ist die Partner, oder wie nennt sich das nochmal, Gemeinde von Köln. Und da hat es eben dann Reisen und Verbindungen gegeben, sodass wir eben dann japanische Bildchen haben. Oder auch eben von japanischen Märtyrern. Waren auch sehr beliebt. Weil eben die Missionsorden, die natürlich ihre Zentren in Europa hatten, die haben auch solche Bildchen rausgegeben. Und die haben geworben eigentlich für die Mission, eben auch für die Finanzierung dieser Mission, und haben auch geworben für ihre eigene Institution, in dem eben dann die Märtyrer vorgestellt werden und die Heiligen des Ordens, um eben die Bedeutung des Ordens auch hervorzuheben. Und wurden aber auch einfach zur Erziehung vor Ort eingesetzt, oder? Also dass man gab es auch, aber da haben wir gar nicht so viele. Also es sind wirklich eher diese
diese, wir haben die Fundraising genannt, das sind wirklich Fundraising-Blätter, wo man auch eine Patenschaft eben erwerben konnte über, zum Loskaufen eines Heidenkindes. Also das ist dann im 19. Jahrhundert bis ins, zum Beginn des 20. Jahrhunderts, das ist das, was mich manchmal auch noch so wundert, selbst heute, wenn man manchmal so Werbespots sieht, wo es darum geht, dass eben irgendwelche wohltätigen Organisationen, die meinetwegen in Afrika tätig sind, die werben heute noch mit dem Bild von kleinen, hungrigen, im Idealfall schwarzen Kindern, finde ich eigentlich auch nicht, also finde ich seltsam, finde ich schwierig. Also das ist, aber das ist natürlich auch ein Teil der, nicht nur, es ist ja überhaupt ein Teil der heutigen Bildpolitik, also dass auch Nachrichtenmagazine und große Zeitungen von afrikanischen Fotografen in erster Linie und sehr gerne Bilder von armen Menschen kaufen, während die Darstellung des Alltagslebens in Afrika, also der Mittelschicht oder des Bürgertums sozusagen in unseren Bildern, die wir hier in den Zeitungen haben, keine Verbreitung finden. Mhm. Also das will niemand sehen. Man möchte gerne das arme Afrika sehen. Das ist dann ungefähr so wie auf diesen Bildern hier. Genau. Also hat sich nichts getan in den letzten 200 Nein, Jahren. Relativ wenig, genau. Ja. Ja. Ich wollte noch was sagen. Als ich schon Mutter war, dann bin ich hier in eine Dürener Buchhandlung gegangen, die sehr so kirchlich orientiert ist. Und ich habe da ein Buch gekauft, aber nicht kirchlich. Dann sehe ich da so einen Würfel. Und dann dachte ich, was haben Sie denn da? Das ist aber interessant. Dann war das ein Gebetswürfel. Ich wollte es gar nicht glauben. Ja. Ich war ganz empört. Ich habe das einen Witz. Aber das sind ja auch so Sachen. Man will die Kinder zum Beten anbieten. Dann wird gewürfelt, auch beten wir heute mal das. Also das hat mich irgendwie geschockt. Und da dachte ich auch gerade dran. Ich weiß nicht, wie andere Leute darüber denken. Aber muss ich denn ein Gebet würfeln? Das entspricht ja so ähnlich hier unserem kleinen Bilderplatz. Ja. Also die Geschichte war jetzt gerade nochmal, dass auch alle das hören, dass Frau Ketzer in einer Bücherei, in einer Buchhandlung hier sozusagen, wo sie ein Buch gekauft hat, aber tatsächlich dann einen Gebetswürfel fand, also wo sozusagen gewürfelt werden konnte oder das Kind würfeln konnte, was für ein Gebet an dem Tag gesprochen wird, und so eine Art Spiel sozusagen um das Gebet suggeriert wurde, damit das, also und es war so ein bisschen Verwunderung darüber, also wie unernsthaft die das Verhältnis zu dem Gebet damit war. Ja. Aber ich denke, dass die Kirche heute genauso wie ein Unternehmen eine Vermittlungsmöglichkeiten sucht und sich genauso wie ein Unternehmen auch an Werbefirmen wendet dafür. Also darum wird eben vieles auch von Werbefirmen vorgeschlagen, was einem vielleicht eher fremd ist in diesem Kontext. Ja, das ist 40 Jahre. Ich muss mal direkt, 45 Jahre, die Kinder sind ja erwachsen, ich muss mal direkt gucken, eben morgen, ob es denn immer noch gibt. Ja. Aber das ist natürlich, also das ist natürlich interessant, weil natürlich man sagen muss, dass diese Andachtsbildchen in gewisser Weise immer sozusagen auch ein Werbematerial waren und also in der Gegenreformation massiv so eingesetzt wurden. Also die waren natürlich auch klug, die haben gesagt, ihr wollt keine Bilder, ist euer Problem. Also wir haben hier eine andere Möglichkeit. Wir können mit Bildern operieren und jetzt guckt mal wie. Und das ist natürlich sozusagen, das finde ich auch sehr interessant, sozusagen wie diese, also alles, was heute Populärkultur ist, also ob das jetzt Popmusik ist oder so, wie sehr auch in der Motivik dann immer wieder auf diese christlichen Motive, die dann in ihrer Werbewirksamkeit zurückgegriffen wird. Ja, also diese Bilder haben von Anfang an natürlich über das Bild gerade ihr Publikum gefunden, also diese also Andachtsbildchen als Material, diese Blätter. Die hat man gekauft wegen der Bilder und der Text wurde dann halt eben mitgeliefert, ob man wollte oder nicht. Der stand dann halt damit drauf. Und
Der war dann seit dem 19. Jahrhundert durchaus auch dazu gedacht, dass man das Bild kaufte und dann auch die Rückseite mit dem bedruckte, was man selber drauf haben wollte, zum Beispiel als Totenzettel. Ne? Also das war dann häufig auch ein anderer Verlag, der die Rückseite gedruckt hat. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich weiß nicht mehr genau, worum es eigentlich ging. Es ging, glaube ich, so ein bisschen um die Frage, wie spielerisch man oder man mit Glauben umgehen kann und also wann man sich, davon vom Glaubensinhalt eigentlich entfernt und oder das, nicht oder welche anderen Funktionalisierungen da noch mit nebenbei stattfinden. Das Spielerische war auf jeden Fall immer mit dabei oder sehr häufig zumindest mit dabei. Es gibt die sogenannten Harra-Bildchen heißen die, glaube ich. Die wurden hauptsächlich in München hergestellt. Das sind kleine Blättchen mit natürlich religiöser Thematik und die waren hinterlegt mit einer Metallfolie, die eben an manchen Stellen durch das Bild gezogen waren. Also dass zum Beispiel dann das Mäntelchen vom Christuskind eben von dieser Metallfolie gebildet wird oder sowas. Und die sind wirklich sehr schön. Ich glaube, die haben sich eben auch darüber vermittelt, dass sie so ein bisschen wirkten wie etwas, was jetzt speziell für einen gebastelt worden ist und die einen eben auch ansprechen über das Glitzern dann dieser Folie. Und über die Technik, war, das war eben auch etwas, was einen dann anmachte. Ne? Das war eine ganz subtile Form, die Bilder an den Mann zu bringen. Genau, ja. Genau, wir haben vorhin darüber geredet, dass es heute sozusagen, wenn es um Glitzer geht, dass Glitzer sozusagen anders als bei den Sie-Bildchen vielleicht Jungs wie Mädchen total verrückt sind nach Glitzer und auch gerne Glitzer auf ihren T-Shirts haben und so weiter. Und das eben letztlich in dem Effekt und wie sich das bei Kindern auch verkauft als visueller Reiz sich überhaupt nicht unterscheidet von den Andachtsbildchen. Ja, letztlich nicht. So. Also vielleicht noch ein kurzes Plädoyer so zum Schluss für die Andachtsbildchen. Also ich habe viel darin entdeckt, was mir fremd war. Ich habe auch vieles darin entdeckt, was mich sehr amüsiert hat. Aber im Verlauf der Arbeit an den Bildern ist mir klar geworden, dass man die nicht unterschätzen darf. Die haben ein enormes Potenzial für verschiedene Bereiche der Erkenntnis. Also für die Kunstgeschichte sind sie fast noch am uninteressantesten, obwohl man auch da interessante Angriffspunkte finden kann. Aber sie sind wichtig für Sozialgeschichte, sie sind auch wichtig für Theologie, sind teilweise auch für die Alltagsgeschichte nicht unwichtig, weil man auf der Rückseite häufig handgeschriebene Notizen findet. Also wir haben hier zum Beispiel eine Postkarte, die zeigt auf der Vorderseite einen Märtyrer, die Märtyrer eines Ordens. Und auf der Rückseite